Hallo, herzlich willkommen bei meiner kleinen Online-Lesung. Die Frankfurter Buchmesse findet dieses Jahr Corona-bedingt ja auch digital statt. Deshalb lese ich heute direkt in dieser wunderbaren Buchhandlung Weltenleser hier im Frankfurter Nordend aus meinem frisch erschienenen Roman Absender Ost-Berlin. Vielen Dank an die Inhaberin, Frau Dr. Klöcker, die dazu netterweise ihr tolles Ambiente hier zur Verfügung stellt. Ich sitze zwar etwas alleine zwischen all diesen Büchern, also ohne direktes Publikum, aber das Publikum seid ja ihr da draußen. Insofern herzlich willkommen bei dieser digitalen Lesung in einer so einladenden analogen Umgebung. Ich bin Thomas Pohl, lebe hier in Frankfurt und arbeite als Filmemacher in meiner Produktionsfirma Department Studios nicht weit von hier. Also, zunächst einmal eine kurze Übersicht der Handlung. Die Geschichte spielt im geteilten Deutschland in den letzten Jahren vor dem Mauerfall. Der Kalte Krieg kommt langsam aus seiner kältesten Phase. Westdeutschland hat sich weitestgehend mit der Teilung abgefunden und der DDR geht es wirtschaftlich zunehmend schlechter. Perestroika und Glasnost zeichnen sich am Horizont ab. Im Zentrum des Romans steht ein junger westdeutscher Journalist. Sein Name Michael Wiesner. Die Stasi spielt dem jungen Mann geheime Dokumente zu, um Michael für ihre Propagandazwecke zu instrumentalisieren. Der Plan der Stasi geht auf. Er nutzt diese Insider-Informationen für seine Karriere. Michael wird damit zu einem wichtigen Nachrichtenmann und Meinungsmacher in der Bundesrepublik und zugleich zum Sprachrohr des DDR-Regimes. Die Tragweite seines Handelns verdrängt er zugunsten seiner Karriere. Der Roman beginnt, oh Wunder, in Berlin. Allerdings in Berlin-West. Kapitel 1, Berlin. Die Wohnungstür im dritten Stock der Dresdner Straße 24 in Berlin-Kreuzberg stand bereits seit 2 Stunden sperrangelweit offen. Es war einer der wenigen Abende der Woche, an denen Michael nicht der Verführung der Stadt erlag. Üblicherweise genoss er die stillen Sonntagabende in seiner Berliner Wohnung. Doch seit sich die Straßen der Dunkelheit ergeben hatten, fand er an diesem Abend keine Ruhe. Auf dem Esstisch stand noch ein Teller mit Lasagne, unangetastet und seit Stunden kalt. Michael saß auf der Fensterbank und schaute hinunter auf das regennasse Pflaster. Sein Daumen bohrte sich unbewusst in das Nagelbett von Finger zu Finger. Wenn er sein Gesicht an die Fensterscheibe presste, konnte er von hier aus sogar einen Teil der Mauer sehen, die sich an der nächsten Straßenecke abzeichnete. Die Graffitis auf dem Beton gehörten zu den einzig farbigen Nuancen der grauen Umgebung. Wenige Meter von ihm entfernt lag drohend ein Stapel unsortierter Papiere auf seinem Schreibtisch. Sie waren Teil einer angefangenen Hausarbeit, die schon seit einigen Wochen auf ihre Fertigstellung wartete. Er schaute auf die Schreibmaschine. Ein leeres Blatt steckte noch in der Walze und Michael musste innerlich über seine eigene Faulheit schmunzeln. Der Abgabetermin war bereits in 3 Tagen und er hatte noch nichts Nennenswertes zu Papier gebracht. Die drohende Frist interessierte ihn jedoch in diesem Moment am wenigsten. Er wartete auf etwas ganz anderes. Die Dämmerung, der Regen, der Wochentag, die Uhrzeit. All dies waren klare Indizien dafür, dass es heute, wenn nicht sogar in diesem Moment, ein weiteres Mal passieren würde. Michael richtete seinen Blick zurück auf die Straße. Ein leichter Luftzug blies aus dem Treppenhaus durch die offene Wohnungstür. Wenn es zu weit sein sollte, wollte er diesmal nicht zu spät sein. Beim letzten Mal hatte er sogar noch seinen Schlüsselbund suchen müssen. Das sollte ihm heute nicht wieder passieren. Selbst seine Jacke hat er bereits seit 2 Stunden an. Durch die offenstehende Tür würde er bis in den 3. Stock seiner Wohnung hören, wenn jemand den Hausflur betrat. Und diesmal war er darauf vorbereitet. Noch vor wenigen Minuten hatte seine alte Nachbarin verstohlen durch die offene Wohnungstür in seinen Flur geschielt. Er ignorierte sie, schlürfte weiter seinen Tee und betrachtete die wenigen Gestalten auf der Straße. Einige liefen mit Regenschirm über das glänzende Pflaster, andere hatten ihre Kragen hochgeschlagen und trugen Mützen. Wirklich erkennen konnte Michael von hier niemanden. Noch nicht einmal sein Hauseingang war von dieser Position aus zu erblicken. Seine Observationsversuche von der gegenüberliegenden Kneipe oder anderen Positionen durchzuführen, waren bislang immer gescheitert. Als würden der oder diejenigen jeden Schritt von ihm im Voraus wissen. Nur wenn er hier im Fenster saß, würde jemand kommen. Die Minuten verstrichen. Er hörte nichts als das Prasseln des Regens an den Fensterscheiben. 4 Zimmer, Küche, Bad, eigentlich viel zu groß für ihn. Und dann. Ein entferntes Geräusch im Erdgeschoss ließ ihn aufhorchen. Sein Blick wandte sich in die Richtung der offenstehenden Wohnungstür.
Er vernahm das unverkennbare Zusammenspiel der dicken Eichentür mit den altertümlichen Beschlägen. Michael schreckte hoch. Noch auf dem Weg zum Flur vernahm er das blecherne Klappern seines Briefkastens. Als er bereits die Treppe hinunterrannte und fast ein Stockwerk hinter sich hatte, schnappte die Haustür zurück in ihr Schloss. Michaels schnelle Schritte auf der hölzernen Treppe schallten durch das Haus. Im Erdgeschoss angekommen, richtete er nun vorbeirennen seinen Blick auf seinen Briefkasten. Seine Hand drückte bereits wie von alleine die schwere Tür der Haustür herunter. Ohne die Tür komplett zu öffnen, schob er seinen schmalen, jugendlichen Körper durch den Spalt auf das Trottoir. Michael spürte den Regen auf seinen Haaren. Er drehte sich um seine eigene Achse. Er war bereit zu rennen. Nur in welche Richtung? Auf der gegenüberliegenden Straßenseite lief eine alte Frau mit ihrem Dackel von Baum zu Baum. Ansonsten war in der Nähe niemand zu sehen. Michaels Rufen schallte durch die abendliche Stille. »Ist hier eben jemand herausgekommen?« Die Frau sah ihn erschrocken an. Sie musste etwas gesehen haben. Michael fragte nach. »In welche Richtung ist er gelaufen?« Die Frau deutete in Richtung der Mauer. Der Hund zog hysterisch an der Leine und kläffte ihn an. Michael rannte los. Diesmal würden sie ihm nicht entkommen. Wenigstens die leise Spur eines Hinweises erhoffte er sich. Doch bereits an der nächsten Straßenecke beschlich ihn der vertraute Verdacht, dass er wieder erfolglos sein würde. Er lief trotzdem weiter. Er war noch nicht bereit aufzugeben. Sein Körper hatte noch genügend Energie, also rannte er. Die Richtung war ihm inzwischen egal. Er ließ sich von der Mauer auf der leeren Straße leiten. Die Graffitis huschten in seinen Augenwinkeln an ihm vorbei. Sich der Sinnlosigkeit seiner Verfolgungsjagd inzwischen bewusst, steuerte er auf den hölzernen Aussichtsturm zu. Er verlangsamte seinen Gang und stieg die rutschigen Stufen empor. Der Regen bildete eine glatte, nasse Oberfläche auf dem Holz. Oben angekommen, wurde ihm bewusst, dass seine Verfolgung hier schon wieder endete. Michael fasste an das nasse Geländer und schaute über die Mauer. Erst jetzt spürte er seinen durchnässten Kragen, seine nasse Hose. Die Panzersperren und der Stacheldraht hinter der Mauer waren hell erleuchtet. Die Kränzer auf dem nächsten Wachturm richteten ihre Ferngläser auf ihn und Michael schaute ihm mit unverblümt strengem Blick entgegen. Ihn beschlich das ihm bekannte Gefühl, als würden sie ihn kennen. Als hätten sie ihn hier erwartet. Als hätte er genau das getan, was man von ihm verlangt hätte. Er fühlte sich abermals an der Nase herumgeführt, fühlte sich eigenartig unterlegen. Er fühlte sich manipuliert. Michael schlenderte durch den Regen zurück zu seiner Wohnung, vorbei an der Mauer, die ihm den Weg wies und zugleich mit ihren fast 4 Metern Höhe wie ein einseitig bemalter Fremdkörper durch die Stadt schnitt. Oben auf die hohle Betonrolle, die den entkräfteten Flüchtlingen beim Überklettern den letzten Halt versagen sollte. Vorausgesetzt, sie wären überhaupt bis dorthin gekommen. Hätten die Selbstschussanlagen, den Stacheldraht, die scharfen Hunde und den Schießbefehl der Grenzer überlebt. Die Perfektion der Abschirmung schuf dennoch ein kurioses Bild. Sie diente den unzähligen Künstlern mit ihren Sprühdosen als Leinwand aus Beton. Wenn auch nur von westlicher Seite. Die Regentropfen liefen über sein Gesicht und selbst die Nässe unter seiner Kleidung nahm er billigend in Kauf. Die Straßen waren inzwischen wie leergefegt. Beim Aufschließen der Haustür fragte er sich wieder, wie diejenigen an den Schlüssel dieses Schlosses gekommen waren. Wie sonst konnten sie so einfach hier hereinkommen? Er schaute sich das Schloss genauer an. Wie immer waren keine Aufbruchsspuren zu erkennen. Michael ging mit langsamen Schritten auf seinen Briefkasten zu. Er fixierte lange sein Namensschild. Michael Wiesner. Was machte ihn für diejenigen so wichtig? Warum er? Er schloss seinen Briefkasten auf und öffnete die Klappe. Der Anblick des Umschlages überraschte ihn nicht. Das raue Pergament hatte er in keinem westdeutschen Bürobedarfsgeschäft je entdecken können. Er nahm ihn heraus und war lediglich verwundert über das deutlich höhere Gewicht als sonst. Er drehte seinen Kopf für einen prüfenden Blick in das Treppenhaus. Es war niemand zu sehen und zu hören. Dann riss er den Umschlag auf und zog einen Papierstapel heraus. Auf der ersten Seite stand in Großbuchstaben: Inoffizielles Gesprächsprotokoll. Franz Josef Strauß, Ministerpräsident von Bayern, mit Erich Honecker, Staatsratsvorsitzender der DDR. Wir wechseln jetzt die Perspektive auf das Gebiet der DDR. Jetzt taucht nun derjenige auf, der auf ostdeutscher Seite der Drahtzieher der Stasi-Aktion ist, Karl Telemann. Nur eigentümlicherweise ist er selbst ein ehemaliger westdeutscher Journalist, der den ungewöhnlichen Weg von West nach Ost ging und sich von der Stasi rekrutieren ließ.
Doch hinter der wahren Identität von Karl steckt noch viel mehr, als am Anfang zu erahnen ist. Kapitel 2: Der Jagdausflug. Der Wald lag weit entfernt von der nächsten Ortschaft, nahezu abgeschirmt. Die Wege, die in ihn hineinführten, waren breiter, als man es von üblichen Waldwegen gewohnt war. So breit, dass sich die Radstände der großen Limousinen mühelos in das tiefe Grün schieben konnten, ohne ihre Insassen auf unbequeme Art durchzurütteln. Überhaupt macht es den Eindruck, dass alles in diesem Wald überdimensionaler, größer und gewichtiger war. Die Bäume schienen auf diese eigenartige Szenerie mit ihrer urtypischen Gelassenheit zu schauen. Vielleicht auch deshalb, weil dieser sandige Wald bereits seit Jahrhunderten dieses besondere Publikum gewohnt war. Kein Zittern, keine Nervosität, seine Hand war erstaunlich ruhig. Der kalte, hölzerne Griff des Gewehres berührte seine Wange. Langsam erwärmte er sich durch den Hautkontakt. Karl atmete noch einmal tief, kniff das rechte Auge zu, wirkte ruhig, trotz des kalten Entzuges. Er spürte nicht einmal den Hauch eines Bedürfnisses nach Alkohol. Vielmehr forderte die Waffe seine volle Aufmerksamkeit. Obwohl das Gewehr zur Spitzentechnologie dieses Systems gehörte, war seine Beschaffenheit, seine Materialien, sein komplettes Design Abbild des Ostblocks. Irgendwie hässlich. Nur seine Zielgenauigkeit stellte er nicht in Frage. Sein Blick richtete sich kurz nach oben, der Wind bewegte sanft die Blätter an den Baumwipfeln. Zu schwach, um die Flugbahn der Kugel auf diese Distanz zu beeinflussen. Ein letztes Einatmen. Ausatmen. Karl verharrte, spürte seinen eigenen Puls, fokussierte durch das Zielfernrohr, unterdrückte den Reflex der nächsten Einatmung. Es war ein Moment der Stille. Ein Moment, der nur ihm gehörte, ihm und seinem Ziel. Dann drückte er den Abzug. Der Schuss zerschnitt die Stille des Waldes, gefolgt von dem Echo. Das Raunen der umherstehenden Männer verwandelte sich langsam in einen anerkennenden Applaus. Die Blicke wanderten in die Richtung des getroffenen Hirsches. Gut 150 Meter lag er von Karl entfernt im Dickicht des Waldes. Nur seine Augen zeigten den Ansatz eines Lächelns. Karl verstand nicht, warum ihm die Ehre zuteil wurde, diesen Schuss abzufeuern. Immerhin hatte er sich zuvor mehrmals vergewissert. Ihm lag überhaupt nichts am Töten. Doch als selbst sein oberster Dienstherr ihm mit einer wohlwollenden Geste den Schuss freigab, war er der einladenden Aufforderung gefolgt. Die vielen grünen Gummistiefel setzten sich in Bewegung und stapften über den feuchten Untergrund. Es waren jene in volkseigenen Betrieben produzierte unbequeme Treter, die das tiefe Gras platt traten und sich nach einigen Dutzend Schritten wieder im Halbkreis anordneten. Die Gruppe der Männer stand um das leblose Tier. Karl schaute in die weit aufgerissenen Augen des toten Hirsches, als würden die Pupillen des Wildes für einen letzten Moment tief in seine schauen. Fingerdick quoll der Blutstrom aus dem Einschussloch. Er konnte seinen Blick einfach nicht von dem leblosen Körper lösen. Eine fremde Hand legte sich auf seine Schulter. Donnerwetter! Grandioser Schuss, erstaunlich gut dafür, dass Sie nie bei der Nationalen Volksarmee gedient haben. Die Stimme mit dem Berliner Akzent verriet Karl sofort, wer hinter dieser Äußerung steckte. Erich Mielke. Er drehte sich um und zwang sich zu einem Lächeln. Anfängerglück. Mielke wandte sich mit einem jovialen Lacher in die Runde. Und jetzt stapelt er auch noch tief. Wie choreografiert übernahm die Jagdgesellschaft das Lachen ihres Vorgesetzten. Zwei Helfer sprangen herbei, um den Kadaver auf einem zum Jeep umgebauten Trabant zu laden. Der kleine Wagen ging unter der Last des mächtigen Hirsches in die Knie. Mielkes Hand auf Karls Schulter drückte ihn sanft in Richtung des Waldweges. Karl beugte sich der wortlosen Aufforderung und setzte sich in Bewegung. Ihm war klar, dass die kommende Intimität zwischen ihm und Mielke etwas Besonderes für ihn bedeuten würde. Als sie etwas Distanz zu den anderen Männern aufgebaut hatten, zog Mielke einen Flachmann aus der Tasche und hielt ihn Karl hin. Schlückchen? Nein, danke, ich trinke nicht. Gar nicht? Wie langweilig! Mit einer kräftigen Bewegung setzte Mielke selbst zum Schluck an und wischte sich den Mund am Ärmel. Telemann, Sie haben mich nicht nur mit Ihrem präzisen Schuss beeindruckt. Karl schwieg. Ihre Bilanz zur Grenzbefestigung hat unser gesamtes Ministerium aufgewühlt. Danke. Noch einmal fiel Karl keine andere Reaktion ein. Ziemlich mutig von Ihnen als Neuling oder wie sagt man bei Ihnen, Greenhorn, die Dinge so direkt beim Namen zu nennen, gerade in diesen Zeiten. Diese dumme Plapperei über unseren sogenannten antiimperialistischen Schutzwall muss endgültig aufhören.
insbesondere nach dem Treffen unseres Staatsratsvorsitzenden mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Das Abkommen über den Milliardenkredit mit Franz Josef Strauß war ein echter Glücksgriff. Eine bessere Steilvorlage hätten Sie Honecker kaum geben können, auch wenn wir wegen Ihnen unsere schönen Selbstschussanlagen an der Grenze abbauen mussten. Mielke unterbrach seinen Monolog mit einem kehligen Lacher. Dann wurde er wieder ernst. Leute von Ihrem Schlag brauchen wir mehr in unserem Ministerium. Karl spürte, dass er etwas darauf sagen musste. Danke. Gleichzeitig ärgerte er sich über seine Wortwiederholung. Hören Sie auf, sich ständig zu bedanken. Das passt nicht zu Ihnen, Telemann. Ich will, dass Sie mir zukünftig direkt Bericht erstatten. Danke. Ich meine natürlich sehr gerne. Mielke blieb stehen und schaute Karl für einen Moment tief in die Augen. Karl wusste nicht, ob er den Blick ausweichen sollte. Gerade als er seinen Kopf abwenden wollte, unterbrach Mielke die Sprechpause. Haben Sie sich eigentlich Ihren neuen Namen bei uns selbst ausgedacht? Telemann? Karls Antwort kam unerwartet präzise. Nein, ganz bestimmt nicht. Diesmal war es Mielke, der den Blick auswich. Sich zu der Gruppe wendend, rief er mit seinem dominanten Duktus: Ich glaube, wir haben jetzt alle Hunger. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Mielke wieder im Mittelpunkt der Gruppe durch den Wald stolzierte. Karl hatte sich in der hinteren Reihe eingeordnet. Die Sonne schimmerte von Zeit zu Zeit zwischen den Blättern des dichten Waldes hindurch. Er trabte still hinter den anderen Jägern hinterher, als eine weibliche Stimme ihn aus seinen Gedanken riss. War das Ihr Ritterschlag? Er wich der Frage aus und reichte der Frau seine Hand. Karl Telemann, angenehm. Ich weiß, nur das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Mein Ritterschlag? Vielleicht, ja, irgendwie schon. Er hatte die Frau bislang nicht bemerkt. Zugleich fühlte er sich überrumpelt und ärgerte sich über seine unkontrollierte Offenheit. Doch die Stimme der Frau hatte etwas Beruhigendes. Ein Tonfall, den er lange nicht mehr im Ohr hatte. Karl schaute ihr ins Gesicht und blickte in zwei dunkelbraune, dezent geschminkte Augen. Sie glänzten im männlichen Umfeld der Jagdgesellschaft. Karl Telemann, Innere Sicherheit, Abteilung. Weiter kam er nicht. Ich weiß. Wenn der Chef das weiß, dann wissen das alle hier. Karl kam sich wie ein dummer Schuljunge vor. Marlene Wittmann, ich gehöre auch zu diesem Verein. Karl lächelte. Innerlich amüsierte ihn die Bezeichnung weit mehr, als er nach außen hinzugab. Mit einem Ruck hielt die Jagdgesellschaft kurz vor einer Lichtung an. Die Blicke richteten sich in eine neue Richtung. Unvermittelt begannen die Männer enthusiastisch zu winken. Als selbst Marlene neben ihm ihre Hand nach oben reckte, folgte Karl dem choreografierten Rudelverhalten. Trotz seiner langen Statur konnte er aus der hinteren Reihe nicht erkennen, wem oder was dort eigentlich gewunken wurde. Aber es erschien ihm besser, dem allgemeinen Treiben zu folgen und erst hinterher nachzufragen. Das Rauschen des Waldes wurde durch ein tieffrequentes Brummen gestört. Der Klang des entfernten Motors passte so gar nicht zum Zweitaktgestotter der üblichen DDR-Fahrzeuge. Als ein Range Rover an ihnen über den breiten Waldweg vorbeirauschte, fuhr es Karl spontan über die Lippen. Westbesuch? Marlene drehte sich Karl zu. Nein, der Staatsratsvorsitzende. Karl stutzte. Erich Honecker? Sein Blick folgte dem inzwischen hinter einer Kurve im Wald verschwundenen britischen Geländewagen. In einem Range Rover? Marlene ließ den Abstand zu den Vordermännern etwas größer werden, bevor sie leise antwortete. Wir sind alle gleich hier, aber manche sind nun einmal etwas gleicher. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Figur des Romans, Anna. Sie ist Stasi-Agentin und wird auf Michael angesetzt, um so dicht wie möglich an ihm dran zu sein, ihn zu beeinflussen und die Stasi-Aktion möglichst direkt zu kontrollieren, ohne dass er davon Wind bekommt. Kapitel 3. Anna. Herrschaften, ich möchte Sie bitten, den Start-Abrüstungsvertrag zur Verminderung der strategischen Atomraketen bis zum nächsten Mal zu lesen, wenigstens zu überfliegen. Der Kopf des Professors senkte sich. Der alternde Mann schaute über seine Lesebrille in Richtung der sich meldenden Hand auf der rechten Seite des Hörsaals. Ja, bitte? Die hölzernen Klappstühle des Auditoriums waren noch nicht einmal zur Hälfte besetzt. Die Augen der Studierenden folgten unwillkürlich dem Blick des Professors. Die Blickrichtung bot eine besonders attraktive Aussicht. Vielleicht hatte sie ihren Arm ein wenig zu hoch nach oben gestreckt. Vielleicht war es auch die Haltung ihres Oberkörpers. Es vermittelte den Eindruck von Übermotiviertheit. Mag sein, dass dies der Auslöser dafür war, bei Michael das Gefühl von Argwohn in sich aufsteigen zu lassen. Streberin.
Das Urteil über die gut aussehende Studentin nuschelte Michael kaum hörbar vor sich hin. Selbst wenn er seine Beschimpfung lauter ausgesprochen hätte, wahrgenommen hätte sie hier wohl niemand. Dafür war die Erscheinung der jungen Frau in diesem politischen Seminar viel zu schillernd. Und vielleicht war es auch genau diese kollektive Aufmerksamkeit, die Michael in diesem Moment so missfiel. Ihr Name war Anna. Das wussten wahrscheinlich alle in diesem Hörsaal. Michael kannte ihren Namen bereits seit der ersten Vorlesung, in der er sie gesehen hatte. Er hatte heimlich auf ihren Ordner geschielt. Anna Blaschke. Anna strich mit der rechten Hand ihr langes Haar hinter ihr Ohr, bevor sie zu ihrer Frage ansetzte. Das tat sie immer so. Immer wenn sie tief Luft holte, sich ihr Oberkörper luftholend wölbte und ihre etwas zu tiefe Stimme den Raum zum Klingen brachte. Zwischen ihr und den anderen Kommilitonen war immer mindestens ein Sitz frei, als würde ihre Aura die anderen auf Distanz halten. »Ich habe eine Frage zur militärischen Strategie der Verhandlungen.« »Na dann mal raus damit«, sagte der Professor. »Liegt bei diesen Abrüstungsverhandlungen nicht der Verdacht nahe, dass die USA damit nur ihre veralteten Waffensysteme entsorgen will?« Die Antwort des Professors erfolgte prompt. »Frau Plaschke, ich denke, Sie greifen da etwas vorweg. Lassen Sie uns doch erst einmal den Vertrag an sich diskutieren, eins nach dem anderen.« Der Professor wandte sich auf die andere Seite des Hörsaals. »Ja, bitte?« Michael hatte sich gemeldet. Mit einem Kopfnick erteilte ihm der Professor das Wort. »Schon möglich, dass die amerikanischen Atomraketen der Minuteman II als veraltet tituliert werden. Klar ist aber auch, dass dieser Raketentypus technologisch auf dem gleichen Stand des größten Teils des sowjetischen Arsenals ist. Insofern wäre das ein atomares Abrüsten auf Augenhöhe.« Der Professor atmete hörbar aus und verschränkte seine Arme. Lautlos bewegte er seine Lippen. Ein innerer Monolog, den das Auditorium nicht hören sollte. Erst dann wurde er laut. »Ihr Hintergrundwissen in allen Ehrenherrschaften, das ist jetzt noch nicht das Thema. Für alle anderen gilt, lesen Sie sich bitte bis zur nächsten Woche in die Verträge ein. Vielen Dank.« Daraufhin schritt der Professor hinter sein Podium, schaltete den Overhead-Projektor aus und steckte seine Unterlagen in seine Aktentasche. Die Aufbruchsstimmung unter den Studenten erzeugte im Auditorium das vertraute Gemurmel und Geraschel. Während alle um ihn herum ihre Blöcke, Ordner, Stifte und Bücher einpackten, saß Michael immer noch unbeweglich auf seinem Platz. Einzupacken hatte er nichts. Es gehörte zu seinem gepflegten Merkmal, einen freien Arbeitsplatz vor sich zu haben, ohne mitzuschreiben, bloß nicht in irgendwelcher Literatur nachschlagen. Anna hatte da schon einiges mehr zu verstauen. Auf dem Flur vor dem Hörsaal trafen sie aufeinander. Zumindest hatte Michael bewusst einen Umweg einkalkuliert, um ihr gezielt über den Weg zu laufen. Der Blickkontakt war unvermeidlich. Sie schaute mit einem knappen Lächeln auf, das Michael bereitwillig aufnahm. Gerade als sie ihn schon wieder den Rücken zuwandte, fuhr es ihm über die Lippen. »Anna?« Zugleich ärgerte er sich über seine unüberlegte Äußerung. Sie hatten sich bislang noch nicht einander vorgestellt. Der Umstand, dass er ihren Namen kannte, entlarvte sein Interesse an ihr. Und doch war er froh, die Unachtsamkeit begangen zu haben. »Hallo?« Ihre Stimme fuhr ihm bis unter die Haut. Sein eloquenter Redefluss funktionierte nicht wie sonst. »Ich wollte nur sagen...« »Ja?« »Deine Frage war durchaus berechtigt.« »Welche Frage?« »Na, das mit dem veralteten Waffensystem und so.« Ihr Blick war skeptisch. »Ach.« Die Kürze ihrer Antworten irritierten ihn. Sie gab ihm einfach keine Chance. Doch irgendetwas sagte ihm, dass es noch zu früh war, klein beizugeben. Anna verschränkte ihre Arme. Es sah aus, als wolle sie wieder zum Angriff übergehen. »Kannst du auch was anderes als große Töne spucken?« Obwohl Annas Tonfall das Gegenteil einer Einladung ausdrückte, war es genau das, was Michael aus der Bodendeckung aufstehen ließ. »Kann ich, aber dafür bedarf es einer...« Michael legte eine Kunstpause ein. »Einer kleinen Entführung.« Er bemerkte ein kurzes Funkeln in ihren Augen. Die Katze zog für einen Moment ihre Krallen ein. »Und wann meint der Klugscheißer, mich meiner Freiheit berauben zu wollen?« Michael lächelte. »Samstag? So um 11?« Anna lächelte für einen Moment zurück. Noch bevor Anna wieder etwas Schnippiges entgegnen konnte, schloss er seine Rede ab und ging rückwärts von ihr weg. »Kaffee Kranzler, nimm deinen Personalausweis mit.« Dann drehte sich Michael um. Er bildete sich ein, ihren verwirrten Blick auf seinem Rücken zu spüren. Ihr immer noch abgewandt, rief er laut in den Flur. »Du hast mich schon verstanden. Denk an deinen Ausweis.« Es war ein eigentümliches Grinsen, das sich um Annas Mund legte.
Doch in diesem Moment war Michael bereits um die Ecke verschwunden. Die nächste Szene möchte ich mit der Reaktion eines Lesers einleiten, der in der Lesegruppe von Absender Ost-Berlin auf Lovely Books dazu Folgendes geschrieben hat. Die Episode mit dem 5-jährigen Michael im Zug fand ich nicht besonders glaubwürdig. Mit einem 5 Jahre älteren Jungen hätte es vielleicht geklappt. Nun, interessanterweise ist ausgerechnet dieser Absatz in meinem Roman einer der wenigen autobiografischen Abschnitte. Und so ist es nun mal, die Realität wirkt häufig unglaubwürdiger als die Fiktion. Damit muss man als Autor wohl leben. Kurz zur Orientierung in der Handlung. Die Hauptfigur Michael fährt mit Anna, ohne natürlich zu wissen, dass sie eine Stasi-Agentin ist, gemeinsam über die Transitautobahn nach Bonn zum Bonner Presseball. Er wird dort seinen ersten großen Auftritt haben. Während dieser Fahrt erzählt Michael in einer Rückblende aus seiner oder genau genommen aus meiner Kindheit. Kapitel 11, Transitautobahn. Ich wusste nicht, ob das Kopfschütteln der Frau gegenüber mir immer noch von ihrem Unverständnis oder dem Rütteln des Zuges herrührte. Sie hatte mich so eigenartig ins Visier genommen, schien so gar nicht zu verstehen, was hier gerade vor sich ging. Wie alt bist du? 5, sagte ich. Ich spürte trotz meines zarten Alters, dass hier gerade 2 Welten aufeinander prallten. Und doch war ich von dieser Frau gegenüber eigenartig unbeeindruckt. Und dein Vater holt dich dann am Bahnsteig in Frankfurt ab? Fragte sie, ungläubig. Ja, habe ich doch schon gesagt. Es sind doch nur 5 Stationen. Abermals schüttelte sie ihren Kopf so eigenartig. Nur diesmal lag die Ursache eindeutig nicht am Rütteln des Zuges. Den Blick von ihr abwendend schaute ich interessiert aus dem Fenster. Ich kannte die vorbeiziehenden Häuser. Die Umgebung schien mir so viel vertrauter als diese merkwürdige Frau. Außerdem übe ich nur. Mir war in diesem Moment klar, dass ich diesen Satz besser nicht gesagt hätte, denn das würde die kopfschüttelnde Frau wirklich nie verstehen. Wie? Was übst du? Ich hatte schon geahnt, dass sie das fragen würde. Eigentlich war ich dieser fremden Person keine Rechenschaft schuldig. Warum stellte sie mir überhaupt so viele Fragen? Konnte sie mich nicht einfach alleine Zug fahren lassen? Und doch spürte ich bereits trotz meiner wenigen Jahre die Brisanz dessen, was ich gerade tat und bald tun würde. Ich haderte kurz, blickte der Frau tief in die Augen und sagte es dann doch. Ich übe das Zugfahren, damit ich in 2 Monaten alleine in die DDR fahren kann, aber dann bin ich ja schon fast 6. Es wirkte, als würden der Frau die Augen aus dem Kopf fallen. Sie zupfte nervös an ihren Jackenärmeln, irgendetwas schien ihr die Sprache verschlagen zu haben. Zumindest stellte sie jetzt erst einmal keine weiteren doofen Fragen. Ihr Weltbild schien bis in die tiefsten Grundfesten erschüttert. Wahrscheinlich war sie selbst noch nie in der DDR gewesen, in diesem anderen Teil des Landes, wo die Menschen nichts zu essen hatten und froren, wo man nicht laut reden durfte, die Ostzone. Aber ich wusste es besser. Für mich war es einfach nur das andere Deutschland. Inzwischen hatte sich die Dame gegenüber mit einem weiteren Fahrgast solidarisiert und tuschelte unverblümt auf mich schauend mit ihm über die Situation. Ich schaute aus dem Fenster und beobachtete so unauffällig wie möglich den Dialog der beiden. Es war mir unangenehm, dass man über mich sprach. Ich wollte einfach nur Zug fahren. Aber diese Erwachsenen schienen irgendetwas dagegen zu haben. Inzwischen waren sie schon zu dritt und redeten untereinander, ohne die Blicke von mir zu wenden. Der dritte war ein Mann, der zwar etwas ruhiger schien, aber mich offensichtlich auch nicht in Ruhe lassen wollte. Sag mal, die Frau hat mir gerade erzählt, dass du hier das Zugfahren übst, damit du bald allein in die DDR reist. Stimmt das? Ja, nach Eisenach. Meine präzise Antwort machte den Mann wenigstens für kurze Zeit mundtot. Zumindest redete er nicht mehr auf mich ein, sondern flüsterte mit den beiden anderen Damen. Nach einiger Zeit und unverständlichem Getuschel wandte sich die erste Frau wieder an mich. Hör zu. Dieser Onkel wird mit dir in Frankfurt aussteigen und dann zeigst du ihm deinen Papa. Ja? Mir war klar, dass dieser Mann weder mein Onkel war, noch dass ich Lust hatte, mit ihm in Frankfurt auszusteigen. Das wollte ich doch schließlich alleine tun. Das war der Plan. Doch die Erwachsenen schienen von ihrem Vorhaben nicht abrücken zu wollen. So viel war klar. Der Zug fuhr langsam und quietschend in den Frankfurter Hauptbahnhof ein. Ich reckte meinen Hals. Die Züge interessierten mich. Manchmal konnte man hier noch eine alte Dampflok sehen. Die meisten Loks fuhren ja mit Elektrizität.
Nur wenige Male kam noch so ein dampfendes Ungetüm in den Bahnhof hereingefahren, blies seinen Qualm bis unter das hohe Dach, durch das bei Regen das Wasser bis auf die Bahnsteige tropfte. Nur heute leider nicht. Ich stieg auf, so wie ich es mit meinen Eltern zuvor besprochen hatte, schaute noch kurz aus dem Fenster, ob bereits mein Vater in Sichtweite stand, hoffte, dass der Onkel mich irgendwie aus den Augen verlieren würde. Doch dieser schien seinen selbst auferlegten Auftrag durchaus ernst zu nehmen. Der Bahnsteig war nicht sonderlich mit Reisenden gefüllt, und da sah ich auch schon den hellen Trenchcoat meines Vaters. Mit schnellen Schritten ging ich auf ihn zu, schaute in das vertraute Lächeln. Eine Umarmung blieb wie üblich aus. Mein Vater nahm schnell den Mann wahr, der mir folgte. Sein Lächeln verwandelte sich in einen ernsten Ausdruck. Der Onkel redete mit vielen Worten auf ihn ein. Es war ein Wortschwall an Vorwürfen und Anschuldigungen. Doch mein Vater beendete den Monolog auf seine Weise. Sie können ja Ihre Kinder wie kleine Dackel an der Leine erziehen. Ich tue das nicht. Dann nahm er mich an die Hand und ging in Richtung Ausgang. So, mehr wird aber nicht verraten. Ich hoffe, mir ist es gelungen, euch etwas neugierig auf meinen Roman zu machen. Was passiert mit Michael und Anna in dieser aufregenden Zeit? Welche Rolle hat Karl wirklich? Wie entwickeln sich die Protagonisten im gesellschaftlichen und politischen Kontext der deutsch-deutschen Geschichte? Wenn ihr Anmerkungen zu dieser Lesung habt, so schreibt sie doch bitte gerne in die Kommentare. Das gilt natürlich auch für Reaktionen und Fragen zu meinem Roman. Weitere Informationen zum Buch und Hörbuch findet ihr in der Beschreibung und auf der Homepage unter www.absenderostberlin.de. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.